Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen, Leute. Wir steigen heute ein in die Top 50 meiner 100 Lieblingsfilme. Die ersten 50 Plätze habe ich hier bereits mit euch besprochen. Und falls ihr die anderen Videos dazu noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut doch mal hier oben in diese Playlist. Meine 100 Lieblingsfilme. Da bespreche ich in jedem Video 5 Filme und gehe langsam von Platz 100 bis Platz 1 nach oben. Und heute sind wir in den Top 50 angelangt. Und das heißt, wir grasen heute die Plätze 50 bis 46 ab, Leute. Und am Ende des Videos bin ich natürlich wie immer gespannt darauf, kennt ihr die Filme, was haltet ihr von den Filmen? Und wenn ihr selber eine Rangliste habt von 100 bis 1, dann wäre es vielleicht noch interessant für mich zu wissen, welche Filme stehen denn bei euch auf den Plätzen 50 bis 46? Leute, ich hoffe wieder, es ist für jeden von euch etwas dabei. Vielleicht findet ihr den einen oder anderen Liebling wieder. Vielleicht ist es auch so, denn auch das höre ich öfter mal von euch in den Kommentaren oder liebe E-Mails, die ihr mir schreibt, dass ich euch immer wieder auch Anregungen gebe, Kaufentscheidungen, Schauempfehlungen bei Filmen und ihr hinten dran sagt, Sashi, das war eine tolle Empfehlung, vielen Dank dafür. Ja, dann ist doch alles richtig gelaufen zwischen uns. Leute, ich freue mich auf dieses Video und tatsächlich ist dieses Format meine 100 Lieblingsfilme im Moment eines meiner absoluten Lieblingsformate hier auf meinem Kanal und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Es ist ja immer spannend zu sehen, was andere Menschen so für Lieblingsfilme haben, Lieblingsbücher, Lieblingsmusikstücke. Ich finde sowas immer interessant. Leute, erster Schluck Kaffee aus meinem Bud Spencer und Terence Hill Becher, ja. Und dann fangen wir an mit Platz 50. Und auf Platz 50 befindet sich ein Film, den ich als Kind und Jugendlicher gehasst habe. Vielleicht ist Hass ein wenig zu streng ausgedrückt, zu stark, ein zu starkes Wort. Vielleicht ist eher langweilig das richtige Wort. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal versucht, diesen Film damals zu schauen. Im TV wie auch auf VHS-Videokassette. Und ich habe zu diesem Film keinen Zugang erhalten. Keinen Zugang erhalten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie schafft es denn so ein Film, den Sashi vor 25 Jahren absolut langweilig fand, in Sashis Top 100 und dann auch noch auf Platz 50 hoch? Ich kann es euch nicht sagen. Manchmal glaube ich einfach, Filme entwickeln sich im Laufe des Lebens eines Menschen. Es gibt immer wieder Filme, die ich früher stinkend langweilig und wirklich auch schlecht fand, die mit den Jahren gewachsen sind bei mir, die ich richtig toll finde. Andererseits gibt es aber auch Filme, die ich früher richtig stark und gut fand, die aber mittlerweile so abgesunken sind, dass die nicht mal mehr in meinen Top 600 drin wären. Und dieser Film ist in den letzten Jahren so stark gestiegen bei mir in meiner Gunst, dass er hier wirklich mit reinspielt. Ja, und ich werde euch auch gleich eventuell ein paar Argumente liefern können, warum er früher nicht so gezündet hat bei mir. Auf Platz 50! Ein unglaublich getriebener Gene Hackman in French Connection. Was für ein toller Film. Was für ein toller Polizeifilm von Regisseur William Friedkin, der unter anderem auch gemacht hat, Der Exorzist oder auch Leben und Sterben in L.A. Ja? Und was ich bereits sagte, wir sehen einen getriebenen, fast zum Verrücktsein verdammten Gene Hackman in einer seiner besten Rollen, ja, als Jimmy Popeye Doyle. Worum geht es denn in French Connection, bevor wir jetzt auf die Darsteller eingehen? Naja, es geht um diesen Polizisten, ja. Popeye Doyle, das ist sein Spitzname Popeye, der ist beim Drogendezernat in New York. Und der ist jetzt mit seinem Partner zusammen, gespielt von Roy Scheider aus Der Weiße Hai. Ihr kennt ihn, der spielt hier den Buddy Russo. Die beiden sind Partner und sind, wie gesagt, im Drogendezernat und observieren Tag und Nacht. Es geht um Observation, sie finden kleine Fische, sie kriegen kleine Fische, aber es sind niemals die ganz großen. Und dann kommen sie irgendeinem Typen da auf die Spur, der irgendwie in so einem Nachtclub ist und mit Geld um sich schmeißt und Getränke, teure Getränke ausgibt und denken sich so, Mensch, irgendwas kann mit dem nicht stimmen. Der hat doch einen ganz anderen Lebenswandel in der Realität. Das, was wir hier sehen, stimmt doch so nicht. Und dann observieren sie ihn und kommen nach und nach einer riesigen Organisation auf die Schliche, nämlich der French Connection.
Kopf dieser French Connection, der Anführer dieses Kartells, ist sozusagen Alain Chanier, ein Franzose, gespielt von einem glänzenden Fernando Rey. Das muss ich einfach sagen. Und dann geht es praktisch darum, dass Popeye Doyle, gespielt von Gene Hackman zusammen mit seinem Partner Roy Scheider, der den Buddy spielt, Chanier auf die Schliche kommen will, dass sie ihm irgendwas nachweisen wollen, dass sie durch Ermittlungen, Observation, das Zerlegen von Chaniers Auto, dahinter kommen wollen an diesen großen Kopf dieser Bande der French Connection. Ja, also das ist sehr verkürzt ausgedrückt bei diesem Film. Der Film macht unglaublich Eindruck mittlerweile auf mich. Der Film hat sowas von dazu gewonnen. Ich hatte es bereits gesagt, vor allem das Spiel von Gene Hackman, der hier einen getriebenen, einen besessenen Polizisten spielt, für den es praktisch kein Privatleben so richtig gibt. Und wenn wir was aus seinem Privatleben sehen, ist das nicht besonders erhellend für uns. Dieser Mann lebt für seinen Job. Dieser Mann lebt dafür, Drogendealer aufzuspüren. Er kriegt allerdings ganz oft nur kleine Fische, ist relativ frustriert und möchte gerne die großen Köpfe dahinter auch erwischen. Und zusammen mit seinem Partner Roy Scheider geht es nun darum, diese Leute zu observieren. Und es wird viel observiert. Es wird viel nächtelang, tagelang vor Häusern gestanden, verfolgt, undercover, hinterhergegangen, zu Fuß, mit dem Auto, mit der U-Bahn. Ganz klasse. Also das ist Polizeiarbeit. Der Film kommt fast rüber wie eine Polizeidokumentation. Das kommt nicht so rüber wie ein Actionfilm, der mit aufgesetzter Action daherkommt, wo wir unrealistische Stunts sehen. Sondern das Ganze könnte tatsächlich jetzt gerade irgendwo in einer Großstadt da draußen passieren. Es ist wirklich so, als wenn wir einen echten Polizisten, einen echten Ermittler und Observierer begleiten. Auf seiner Jagd nach dieser French Connection, auf seiner Jagd nach Chanier. Und das ist einfach nur klasse. Gene Hackman in einer seiner besten Rollen. Wie er diesen getriebenen Doyle, Popeye Doyle spielt, der immer hinterhergeht, der tatsächlich auch hin und wieder mal ein bisschen Gewalt anwendet. Roy Scheider dabei als sein Partner, das ist irgendwie ein tolles Duo. Und im Übrigen basiert dieser Film auf einem 1969 entstandenen Buch, welches wieder auf Tatsachen basiert, nämlich des ehemaligen Polizisten Eddie Egan. Der hat nämlich tatsächlich so etwas erlebt Anfang der 60er Jahre und war für diesen Film auch als Berater tätig und taucht in einer Minirolle, in einem Cameo auf, als Vorgesetzter von Gene Hackman und Roy Scheider. Also einfach mal drauf achten, wenn ihr diesen Film euch anguckt. Und natürlich war für mich als Kind oder Jugendlicher dieser Film relativ zäh und langweilig, weil es wird wirklich viel observiert. Heutzutage kommt mir allerdings die subtile Spannung mit in den Sinn. Ja, es ist wirklich so, es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss, in dem man sich ein bisschen vertiefen muss, und dann ist es wirklich so, du gehst mit diesen Leuten mit und du hoffst immer, dass sie nicht entdeckt werden, denn es ist natürlich so, ihre Gegner wissen schon, dass sie irgendwie unter Beobachtung eventuell stehen, schauen sich immer um, also es müssen verschiedenste Tricks angewendet werden, und ich möchte einfach hervorheben, auch eine der besten Autoverfolgungsjachten in einem Actionfilm. Unglaublich realistisch, fast so wie in einem europäischen Film. Ja, gehalten. Das ist ein amerikanischer Film. Der Film hat auch unter anderem den Untertitel Brennpunkt Brooklyn. Und das ist einfach nur genial. Das ist einfach nur toll, wie realistisch das ist. Gene Hackman am Auto, der immer so guckt, der den irgendwie den Bösewicht verfolgt. Und der sitzt da oben irgendwie in der S-Bahn. Und dann gibt's da auch noch so ein bisschen Kuddelmuddel. Wirklich ganz klasse. Spannend gemacht bis zum großen Finale. Und das ist wirklich vollkommen gegen den Strich gebürstet. Es ist kein Happy End, zuckersüßes Disney-Finale aller Filme von heutzutage, Leute. Weil unter anderem das ja auch der Realität entnommen ist. Ein wirklich herausragender Film. Und ich möchte nicht nur Gene Hackman hier loben und Roy Scheider, die in den beiden Hauptrollen da zu sehen sind, sondern wie gesagt auch einen Fernando Rey als Alain Chanier. Der spielt nämlich tatsächlich den Kopf dieses Kartells, der French Connection, ist aber dabei irgendwie ein ganz netter Kerl, mit dem man tatsächlich gerne am Tisch sitzen würde und Kaffee trinken könnte. Das ist so, so kommt er rüber. Kein Mensch dieser Welt würde denken, dass der das Oberhaupt eines riesigen Drogenkartells ist. Wir erfahren auch so am Rande mit, das war er nicht immer. Er hat wohl früher auch mal am Hafen gearbeitet als Hafenarbeiter. Er hat sich wohl langsam hochgearbeitet. Einfach nur toll zu sehen, wie die beiden ihm dann nach und nach auf die Schliche kommen. Bis zum leicht verstörenden Ende.
French Connection, ganz großer Film für mich geworden in den letzten Jahren. Und als Jugendlicher konnte ich es natürlich nicht ab, immer nur Polizisten zu sehen, die in Autos sitzen, Bagels fressen, Kaffee trinken, und dann zum nächsten Haus fahren, dann Auto verfolgen, dann stehen sie wieder vor einem Haus, dann gehen sie zu Fuß ein paar Schritte. Aber heutzutage ist mir die Komplexität dieses Observiertwerdens in diesem Film wirklich bewusst und ich fiebere förmlich mit. Ja, weil ich mich in diesen Film und in diese Handlung hinein vertiefe. Und wenn man dann noch weiß, es ist tatsächlich passiert und der Film basiert auf wahren Begebenheiten, ist es umso spannender. So, ich habe den Film in dieser Blu-ray. Ja, da seht ihr ihn. Gene Hackman, French Connection, Brennpunkt Brooklyn. Darunter das Auto, mit dem diese Verfolgungsjagd stattfindet. Das ist übrigens eine 2-Disc-Edition, wie ihr hier seht. Der Film hat damals gewonnen 5 Oscars, unter anderem auch, glaube ich, für den besten Film. Es ist unglaublich viel drauf an Sonderausstattung. Es sind 2 Blu-Rays drin, Audiokommentare vom Regisseur William Friedkin, unter anderem aber auch von Gene Hackman. Roy Scheider ist dabei. 8 entfallene Szenen, nochmals Kommentare, Anatomie der Verfolgungsjagd, der Tatort, Restaurierung von French Connection. Der Film wurde hierfür tatsächlich auch restauriert. Hier seht ihr die Rückseite und ihr seht hier auch eine der ikonischen Szenen in klein. Ich weiß nicht, ob ihr es noch sehen könnt da oben, wo Gene Hackman als Doyle einem Verbrecher in den Rücken schießt. Und das war zum Beispiel damals eine Szene, die war sehr kontrovers, wird sehr kontrovers diskutiert. Das wird es in gewissen Kreisen auch heute noch. Ich verstehe immer nicht ganz. Ich glaube, als ich den Film das erste Mal bewusst gesehen habe, war das für mich nie eine Szene, die irgendwie kontrovers war. Ich meine, wieso? Er verfolgt einen Verbrecher und schießt ihm in den Rücken, weil der Typ irgendwie Dreck am Stecken hat. Das ist ein Krimineller und er ist Polizist. Ich fand diese Szene auf jeden Fall niemals kontrovers. Hier haben wir einmal den Film und wir haben noch eine Blu-ray mit den ganzen Extras drauf. Einfach nur klasse. Und wie gesagt, Gene Hackman spielt hier mit eine der Rollen seines Lebens als Popeye Doyle auf Platz 50. Schluck Kaffee, bevor wir zu 49 kommen. Und auf Platz 49 haben wir einen Film, der genau anders ist als French Connection. Ich sagte gerade, French Connection ist unglaublich realistisch, kommt daher wie eine Dokumentation. Ja, ist auch in den Action-Szenen, wenn es Shootouts gibt oder Autoverfolgungsjagd, sehr realistisch, setzt nicht irgendwie auf aufgesetzte Stunts, die es vielleicht so in der Realität nicht geben würde. Jetzt kommen wir genau zu dem umgekehrten Fall und genau das begeistert mich auch. Wir kommen jetzt nämlich zu einem Film, der vor Action nur so zerbrechen könnte, wenn man ihn in eine Folie wickeln würde. Die Rede ist von Stirb langsam, Teil 2. Die Hard, Die Harder, wie er auch heißt. Und viele sagen immer, der Film ist nur ein Abklatsch von Teil 1. Zumindest an dem Punkt, wo John McClane es wieder mal mit einer Bande von übermächtigen Terroristen zu tun hat und das auf begrenztem Raum. Im Teil 1 war es ein Wolkenkratzer, dieses Mal ist es ein Flughafen. Aber das war es eigentlich dann auch schon mit dem Abklatsch. Ja? Und tatsächlich ist es doch so, Teil 3, 4 und 5 treten doch eigentlich die Idee, die Grundidee hinter Stirb langsam, die dieses Franchise auch ausgemacht hat, nämlich Action auf begrenztem Raum mit irgendwelchen Terroristen mit Füßen. Vor allen Dingen Teil 4 und 5. Teil 3 war tatsächlich ein unglaublich spaßiger Buddy-Movie. Aber dann war es das doch mit der Chemie von Stirb langsam. Stirb langsam hat dieses Genre doch fast so erfunden. Ein Mann, ein cooler Kerl hier, John McClane, kämpft gegen Terroristen auf begrenztem Raum. In Teil 3 war es dann schon eine ganze Stadt. Und in Teil 4 und 5... kannst es eigentlich knicken, die Grundidee. Die hätte dann, wäre Bruce Willis gut gewesen in seiner Rolle, noch funktioniert, aber tut es nicht mehr. Teil 2 ist da komplett anders noch für mich. Ja, sonst wäre er nicht auf Platz 49. Überbordende, unlogische, brachiale, brutale Action. Und das im Dauerfeuer. So könnte man eigentlich Stirb langsam 2 beschreiben. John McClane, wieder mal am Flughafen dieses Mal, ja, legt sich mit Terroristen an. Seine Frau möchte er gerne abholen vom Flieger. Der ist allerdings oben in der Luft. Die können nicht landen, weil ein riesiger Schneesturm tobt irgendwie über der Stadt. Und Terroristen kapern jetzt praktisch den Flughafen, weil sie einen großen Drogenbaron freipressen möchten. Das ist die Grundhandlung von Stirb langsam 2 und eigentlich nur der Aufhänger für unglaublich viel Action. Blutige, brutale Shootouts, aber richtig geil in Szene gesetzt.
Ja, wir haben dabei Action, die man so noch nie gesehen hat, mit irgendwelchen Schneemobilen, Action auf einer Tragfläche von so einem Jumbo-Jet und dazu immer dieses winterliche Feeling, ja, dabei John McClane, der da rumrennt, irgendwie wieder durch irgendwelche Keller, durch einsame Gänge, dann draußen auf dem Rollfeld, es schneit, es ist eiskalt, für mich ein toller Weihnachtsfilm zusammen mit Stirb langsam Teil 1, ja, und natürlich liegt dieser Film in puncto Action noch eine Schippe drauf und tatsächlich finde ich auch die Terroristen genauso cool wie in Teil 1. Tatsächlich sind die in Teil 2 sogar noch einen Ticken brutaler. Natürlich kommt nichts an Alan Rickman ran als Bösewicht in Teil 1, der triecht natürlich diese Terroristen da. Aber nichtsdestotrotz ist Stirb langsam 2 immer wieder ein Film, den ich gerne in den Player lege. Vielleicht hat das auch den Grund, da gibt's eine kleine Anekdote zu, als Jugendlicher hatte ich beide Filme mal auf einer Videokassette und jeden Tag nach der Schule, da muss ich so 15, 16 gewesen sein, jeden Tag nach der Schule habe ich Teil 1 und 2 hintereinander weggeguckt, wochenlang. Ich weiß, das war vor Weihnachtszeit. Ich fand das immer geil, dass beide Filme zu Weihnachten spielen. Gerade Teil 2 dann mit dem ganzen Schnee und Frost. Das war ja nochmal viel besser irgendwie als in Teil 1 dargestellt, vom winterlichen Feeling her, ja. Und da habe ich mir die Dinge immer reingepfiffen. Also mit Teil 1 ging es oft los so 3, halb 4. Der ging dann so bis 6. Da habe ich eine kleine Pause gemacht und 6:30 ging es weiter mit Teil 2. Da war ich dann so um 9 mit durch. Und das ging wochenlang so. Vielleicht liegt es auch daran, dass es natürlich noch einen großen nostalgischen Grund für mich hat. Allerdings stehe ich natürlich auch auf diese brachiale, großartige Action, ja, die hier wirklich kaum Zeit zum Atmen lässt in Stirb langsam Teil 2. Ich finde das einfach nur genial, wie John McClane dann da wieder aufräumt mit den Terroristen am Flughafen. Unter der Regie natürlich von Rennie Harlan, der hat unter anderem auch gemacht Nightmare 4 und den genialen Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Und als Darsteller wie immer Bruce Willis dabei als John McClane, wirklich cool. Wirklich cool, was für eine coole Actionsocke John McClane doch wirklich ist. Allerdings nur bis Teil 3 und dann wird er ziemlich beliebig und austauschbar in 4 und über 5 rede ich am besten überhaupt nicht. Wir haben eine Bonnie Bedelia dabei, die spielt wieder seine Frau Holly, die im Flieger oben sitzt. Und wir haben auch dabei einen Franco Nero als Drogenboss, der freigepresst werden soll. Ja, Django ist dabei. Gut, Leute, wie gesagt, für mich ein ganz großer Actionfilm, ein toller, schnell erzählter Actionfilm, den ich mir jedes Jahr wieder in den Player hau. Ich weiß, bei vielen ist Stirb langsam 2 lange nicht so angesehen wie der dritte Teil. Der dritte Teil funktioniert für mich auch gut und das wisst ihr auch, wenn ihr mein Format hier kennt, meine 100 Lieblingsfilme, da kam er schon vor. Allerdings nicht mehr mit diesem Stirb langsam Grundgedanken. Denn das war dann ja doch nur eine Schnitzeljagd für Erwachsene in New York. Der Film hat für mich super funktioniert als Buddyfilm zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson. Und natürlich auch der Bösewicht war sehr, sehr gut, Jeremy Irons. Und trotzdem ist es dieser Film, dem ich immer den Vorzug geben würde, weil er diesen Stirb-langsam-Gedanken mitträgt und weil er noch eine Ecke härter ist. Ja. Und ich habe ihn wirklich in dieser grandiosen Edition. Und wenn du solche Edition hast, musst du nicht upgraden auf irgendwas anderes. Ja. Vorne drauf, Bruce Willis, Stirb langsam, Die Hard 2, Special Edition. Auf der Rückseite kriecht John McClane, so wollen wir Bruce Willis sehen, mal wieder, durch irgendwelche Schächte und Rohre. Wir sehen den Polizeichef des Flughafens, wir sehen John McClane mit seiner Ehefrau. Ihr seht das 16er-Logo. Interessante kleine Anekdote auch dazu. Tatsächlich waren Teil 1 und 2 für 1 oder 2 Wochen damals freigegeben ab 18 Jahren. Und man hat die Filme dann runtergestuft. Ja? Und tatsächlich war Teil 2 und auch Teil 1 auf VHS-Videokassette, die ich damals in der Sammlung hatte als Jugendliche, gecuttet in einigen Szenen. Hier ist der Film wieder ganz. Ja? Und wir haben hier auch 2 DVDs drin. Wir haben auf die Sonderausstellung, mein Gott, selbst mit Brille sehe ich kaum noch was hier. TV-Dokumentation, Featuretten, diverse Trailer, unveröffentlichte Szenen, Interviews mit Rennie Harlan, Bruce Willis. Also es ist alles dabei, Leute. Und von innen sieht das Ganze wirklich toll aus. Da haben wir sie. Das ist der Film. Und dann klappst du nochmal was Kleines auf. Und dann haben wir da Disc 2 mit den Extras zum Film Stirb langsam 2. Immer wieder gerne im Player. Wirklich ein riesen toller, brachialer Actionfilm. Ja? Natürlich nichts für Leute, die immer sagen, oh Gott, da ist ja so viel Blut zu sehen.
Jetzt kommen wir zu Platz 48. Zu einer Komödie. Sascha, der Komödienhasser. Nein, das bin ich nicht. Ich stelle es hier noch einmal klar, Leute. Ich sage ja so oft, ich bin kein Komödienfan. Das heißt aber nicht, dass ich keine Komödien gucke. Es heißt nur, dass wenn ich die Wahl habe zwischen einem spannenden Thriller, einem Science-Fiction-Film und einer Komödie, ich die meiste Zeit immer auf Science-Fiction und Thriller zurückgreifen würde. Was war das jetzt? Niemals auf die Komödie. Aber nichts gegen euch, ne? Also nehmt das jetzt bitte nicht persönlich. Ich habe nur abgezählt. Und das hier war leider die Komödie, die nach Auswahl stehen bleibt, ja? Also, so meine ich das. Natürlich gucke ich auch was Heiteres, ja, wenn ich dazu in Stimmung bin. Aber wenn ich abends so da sitze oder ich gehe durch meine Sammlung und gucke mir meine Filme an, dann ist das so, dass ich ganz oft lieber abends was Spannenderes mir reinpfeife. Oder ein Klassiker oder einen Monumentalfilm oder nehmt, was ihr wollt. Jetzt kommen wir zu einer Komödie und ich finde die einfach nur genial. Und die ist für mich so zeitlos. Leider gibt es sie nur in dieser hässlichen Aufmachung. Ich weiß nicht, ob es dazu überhaupt eine Blu-ray gibt und wenn, wie die aussieht. Aber letztes Mal war ich mal wieder unterwegs und da habe ich den Film auch gesehen. Immer noch in dieser Edition, die ich schon Jahre, ich glaube 10, 15 Jahre in meiner Sammlung habe. Eine Leiche zum Dessert auf Platz 48. Worum geht es? Es geht um die Verballhornung von berühmten Detektiven wie Miss Marple, Hercule Poirot, oder Philip Marlowe, glaube ich, aus Amerika hier, der Detektiv. Das ist so eine Persiflage auf diese Detektive. Die bekommen alle eine Einladung, in ein großes Anwesen zu kommen, um dort ein Dessert einzunehmen und ein Dinner. Und dazu gibt es eine Leiche. Und diese Detektive werden nun aufgefordert, das Verbrechen aufzuklären. Sie werden alle eingeladen von einem gewissen Lionel Twain, der auch immer so redet. Und diese Villa ist wirklich gruselig und durchzogen mit irgendwelchen Fallen, Gucklöchern. Alles ist komisch. Du gehst irgendwie ins große Wohnzimmer oder in den Esssaal. Du verlässt dieses Zimmer, willst wieder reingehen. Auf einmal ist da ein Schlafzimmer oder ein Badezimmer. Vollkommen wirr und man darf diesen Film natürlich nicht ernst nehmen, weil es ist so eine Komödie, teilweise in den Gags, im Stile einer nackte Kanone. Gags, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Viel in diesem Film. Das war so mit ein Vorreiter, finde ich. Gleichzeitig ist es für mich natürlich auch ein Leckerbissen, weil ich natürlich so ein Agatha Christie-Fan bin und Hercule Poirot, Miss Marple und so. Das erkenne ich alles wieder hier, welche Personen da irgendwie nachgeäfft werden, nachgespielt werden. Finde ich einfach nur klasse und das Ganze mit Star Power. Und dabei kommt auch noch eine tolle Atmosphäre auf. Diese kriminaldüstere Atmosphäre. Es regnet permanent irgendwie und es donnert. Und dann gibt es tatsächlich eine Leiche, aber niemand könnte eigentlich der Mörder sein. Und dann machen sich alle daran, diesen Mord aufzuklären, was fast aussichtslos ist in diesem mit Fallen durchzogenen Haus. Wunderbar. Ich kann euch diesen Film auch schlecht erklären. Ich kann euch nur sagen, es ist für mich eine der besten Komödien aller Zeiten. Ja, es ist einfach so. Und ich sagte gerade mit Star Power, wir haben einen Peter Falk dabei, der den Columbo gespielt hat. Ihr seht ihn vorne drauf. Er wird synchronisiert in dieser Version von Harald Juntke. Ja, unglaublich. Angeblich gab es damals wohl einige Kontroversen darüber, dass Harald Juntke Peter Falk hier synchronisiert hat. Keine Ahnung warum, er macht es grandios und auch politisch vollkommen unkorrekt. Ja Leute, also wenn ihr diesen Film euch anschaut, müsst ihr euch lösen von den heutigen politisch korrekten Produktionen. Da nimmt Peter Falk nämlich kein Blatt vor den Mund. Wir haben noch dabei einen David Niven, wir haben dabei einen Peter Sellers, wir haben dabei einen Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, tatsächlich im Stil eines Dieners, eines blinden Butlers, Mr. Benson Man. Wir haben dabei eine Maggie Smith und wir haben einen Truman Capote dabei als Lionel Twain, den Bösewicht, den Hausherrn hier. Ja Leute, und es sind 1,5 Stunden Spaß. Guckt es euch an. Es macht natürlich noch mal eine Ecke mehr Spaß, wenn ihr diese ganzen Figuren kennt, wie Philip Marlowe, wenn ihr Agatha Christie's Hercule Poirot kennt oder auch Miss Marple. Aber der Film funktioniert auch ausgezeichnet, wenn ihr diese Figuren nicht kennt. Es ist ein verworrener Spaß, voller seltsamer Räume, seltsamer Gestalten. Auch das Zusammenspiel der Darsteller. Jeder hat einen eigenen Charakter. Vollkommen anders als der, der neben ihm am Tisch sitzt. Wahnsinn! Und daraus entspinnt sich auch ganz oft Situationskomik, Dialogkomik.
Wirklich ein toller Film. Eine Leiche zum Dessert von 1976, mein Geburtsjahr. Da seht ihr eine Leiche zum Dessert in einem ultra hässlichen Cover. Wirklich ultra hässlich. Und dann auch noch mit dem FSK-Flatschen von drauf. Ich weiß gar nicht, da kommt mir gleich mein Käffchen wieder hoch hier. Dann sehen wir die Filmbeschreibung. Wir sehen einige Darsteller, die an diesem Tisch sitzen, tatsächlich wie in einem Agatha Christie-Roman oder Film, die jetzt darauf warten, auf die Auflösung des Rätsels. Truman Capote. Ja, Wahnsinn. Eine Leiche zum Dessert. Leider überhaupt gar keine Extras mit bei. Und auch die DVD sieht eher aus wie so eine Torte zum Kindergeburtstag. Empfehlung, eine Leiche zum Dessert. Gucken, Leute, absolute Empfehlung. Genauso wie Platz 47. Ein Film, der von seiner Handlung her sehr sperrig ist. Ungewohnt sperrig für diesen Regisseur, der eigentlich ansonsten immer recht einfache Storys erzählt, so dass wir Zuschauer auch am Ball bleiben. Tatsächlich ist es so, der Film ist 1958 entstanden und hat damals nicht besonders viel Anklang gefunden. Weder bei Kritikern noch bei Publikum. Wesentlich später und im Laufe der Jahrzehnte ist er zu einem der absolut besten Filme allerdings aller Zeiten gewachsen, bei Kritikern wie auch bei Publikum. Und bei mir war er das schon immer einer der besten Filme aller Zeiten. Ich rede von Alfred Hitchcocks Vertigo. Vertigo ist unglaublich vielschichtig. Vertigo hat unglaublich viele kleine Handlungsstränge. Und ist nicht unbedingt so erzählt, wie man es in der damaligen Zeit gewohnt war. Deswegen wird er nicht den Anklang gefunden haben. Und ich glaube auch, selbst wenn man sich den Film heutzutage zum ersten Mal anguckt, wird man nicht ganz verstehen, worum es so richtig geht. Wird man nicht so ganz jedes Detail wahrnehmen. Denn der Film ist unglaublich detailreich. Fast jede Szene trägt zum Weiterführen der Story bei. Da gibt es keine Oberflächlichkeiten. Hitchcock wusste ganz genau, was er hier macht. In Vertigo, aus dem Reich der Toten. Das ist das Ding im Untertitel. Ja. Worum geht es? Es geht um James Stewarts Charakter. James Stewart spielt die Hauptrolle. Er ist so ein Polizist, verfolgt irgend so einen Verbrecher über die Dächer. Da gibt es einen kleinen Unfall, dann hängt er an so einem Dach und seitdem hat er Höhenangst und scheidet dann aus dem Polizeidienst aus. Das heißt, jedes Mal, wenn er höher geht als so eine dreistufige Haushaltsleiter, dann dreht sich vor seinen Augen alles und er kann nicht hochgehen. Dann ist es irgendwann so, dass er beauftragt wird von einem alten Kumpel, dessen Ehefrau zu beschatten, weil er ist dann Detektiv, er ist nicht mehr bei der Polizei und diese Ehefrau ist irgendwie suizidgefährdet. Die möchte sich also gerne selber umbringen und tatsächlich ist es so, dass James Stewart sie beschattet und die rennt dann irgendwann so einen Glockenturm hoch in so einer Mission und er kann nicht hoch, weil er kann nicht durch diese Holzdielen gucken von dieser Treppe und auch nicht in diesen Glockenturm runter, weil ja, er hält sich dann fest, er schwitzt. Ich kann es völlig nachvollziehen, so ging es mir mal im Hamburger Michel. Da kannst du ja auch entweder hochgehen oder mit dem Fahrstuhl fahren. Ich habe dann ganz sportlich gesagt, wir gehen das Ding jetzt da hoch. Es ist natürlich nicht so wie in diesem Film, dass du komplett von oben im Michel runter gucken kannst, weil es gibt verschiedene Ebenen, die geschlossen sind. Und selbst diese Ebenen waren mir schon zu hoch. Also ich war dann auf dem Hamburger Michel, hatte einen grandiosen Ausblick von oben über den Hafen, über die Stadt Hamburg. Die Alster konntest du sehen. Alles war super. Nur hatte ich Schiss, wieder runterzugehen. Ich hatte aber keine Karte für den Fahrstuhl gelöst. Also musste ich wieder runtergehen. Und ich bin genauso wie Jimmy Stewart. Schweiß überzogen. So längst gehangelt am Geländer, wieder runtergekommen. Egal, hat nichts mit dem Film zu tun, war nur so eine kleine Anekdote hier am Rande. So, vor seinen Augen fliegt jetzt vorm Fenster dieses Glockenturms diese Ehefrau seines Kumpels runter, bringt sich um, stürzt in den Tod. Und dann ist es so, er verfällt in Depression und irgendwann begegnet er einer Frau, die in der er die Wiedergeburt dieser Frau wiedererkennt und versucht nach und nach diese Frau umzumodeln zu dieser Frau, die sich da umgebracht hat. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich ein riesen Fragezeichen im Gesicht, wenn ihr den Film noch nie gesehen habt. Ihr müsst den Film sehen. Es geht über 2 Stunden. Er erklärt auch am Ende tatsächlich alles. Und er ist super erzählt. Er ist spannend erzählt. Er hat so viel Detailreichtum, was ich bereits sagte. Er hat kleine Handlungsstränge. Ja, wie gesagt, seine Höhenangst. Dann dieses Verliebtsein, praktisch Besessensein von dieser Blondine, gespielt von Kim Novak hier. Überhaupt auch das Schauspiel von James Stewart. Dazu der grandiose Soundtrack von Bernard Herrmann hier wieder. Wirklich ganz, ganz toll. Und noch eine kleine Anekdote zu den Darstellern. Wir sehen eine Barbara Bel Geddes.
in Jung hier an der Seite von James Stewart als Freundin von ihm. Aber nicht als Liebesfreundin, sondern so platonische Freundin. Und die kennen die meisten als Miss Ellie aus Dallas. Also, ich liebe den Film einfach. Er hat eine ganz tolle Atmosphäre. San Francisco wird wirklich toll dargestellt in dem Film. Es gibt wieder viele Studioaufnahmen. Hitchcock hat das gerne gemacht, weil er da alles so machen konnte, wie er das möchte. Er war nicht irgendwie angewiesen auf äußere Einflüsse. Und Vertigo gehört, wie gesagt, für mich zu den ganz, ganz großen Filmen dazu. Und deswegen auch hier auf 47, weil er halt eine gute Story mit unglaublich interessanten Charakteren erzählt. Und genau das ist es doch, was einen guten Film ausmacht. Interessante Charaktere, die vielschichtig sind, in einer guten Story. Und dann hat der Film mich schon gepackt. Es sei denn, ich habe mal wieder Bock auf Söldner-Action. Dann natürlich nicht. Aber ich kann beides. Ich kann anspruchsvoll und ich kann anspruchslos. Und absolute Schauempfehlung für jeden, der auf Mystery-Thriller steht, Kriminalfilm, super. Auch von den Bildern her, von der Kameraführung. Vertigo habe ich hier in dieser Hitchcock-Edition. Ja. Jimmy Stewart ist auch verliebt, das ist schon fast bei ihm wie so ein Wahn, ja, dass er hinter diesem Mädel da her ist. Hinten drauf seht ihr ihn auch, wie er dieses Mädel da irgendwie observiert, ihr seht. Die Beschreibung, wir haben sogar Sonderausstattung mit an Bord, als da wären Filmkommentar besessen von Vertigo, Making-of, Anmerkungen der Filmcrew. Also das ist doch für so einen alten Film wirklich toll. Und im Inneren haben wir wieder, wie immer in der Hitchcock-Kollektion, die bedruckte DVD. Aber wir haben auch wieder dabei so einen kleinen Flyer, den mache ich euch auch nochmal auf. Vorne drauf Jimmy Stewart, der an dieser Dachrinne hängt in einer der ersten Szenen. Dann haben wir einige Hintergrundinformationen, Aushangsbilder und Poster-Artworks zu dem Film. Und auf der Rückseite haben wir Kim Novak, eine hübsche Frau. Ja, eine hübsche Frau. Vertigo, klasse Hitchcock-Film. Aber anstrengender als zum Beispiel Psycho. Anstrengender als zum Beispiel Die Vögel. Anstrengender als zum Beispiel Der Mann, der zu viel wusste. Anstrengender für mich als Frenzy. Da muss man ein bisschen bei der Stange bleiben und mitdenken. So Leute, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Platz für heute, Platz 46. Und auf Platz 46 ist ein Film von 1992. Ich bin Western-Fan und natürlich gehört das Ding mit in meine Top 100 hier auf 46. Erbarmungslos. Von und mit Clint Eastwood in einem intensiven Western mit interessanten Charakteren und einer spannenden Handlung. Also sind wir wieder bei dem Thema. So, ich muss das mal abziehen. Hier ist so ein Schmutzfänger bei. Die Edition ist auch schon Asbach uralt, diese DVD-Edition. Aber ich habe den Film letztes Mal erst geguckt und er ist einfach fantastisch. Eine fantastische Qualität. Ja, Schmutzfänger, seht ihr, ne? Der ist auch schon ein bisschen abgegrabbelt, überall abgestoßen an den Ecken, an den Kanten. Ja, so sieht das ganze Ding aus. Da haben wir Clint Eastwood mit der Knarre im Anschlag. Worum geht es in Erbarmungslos? Es geht um den gealterten Cowboy, Money, gespielt von Clint Eastwood. Der wird nun gebeten, von einem Kumpel mit auf die Reise zu gehen, nämlich drei Huren zu rächen. Tatsächlich ist es so, es gibt diesen Ort Big Whiskey und da haben zwei Cowboys so ein bisschen Randale angerichtet im Hurenhaus. Sie haben einer Hure praktisch das Gesicht so ein bisschen zerschnitten und der Sheriff dieses Dorfes, Gene Hackman, hat ihnen nur so ein paar Pferde irgendwie weggenommen. Damit sind die Huren nicht ganz einverstanden und sie wollen Rache. Sie wollen Rache dafür, dass ja jetzt dieser einen Hure praktisch das Geld genommen wurde, das Kapital genommen wurde, indem sie jetzt so ein bisschen verunstaltet wurde. Ist zwar jetzt nicht viel, sind so ein paar Schnitte im Gesicht, aber natürlich das Kapital in dem Gewerbe, wo sie ist. So, und nun ist es so, dass die das praktisch ausloben. Wer hierher kommt und diese beiden Cowboys fertig macht, den werden wir reichhaltig entlohnen. Der Sheriff des Ortes Big Whiskey, in diesem Fall Gene Hackman, der den Little Bill spielt, kriegt Wind davon und sagt ab sofort, wenn hier irgendwelche Leute kommen, die hier Ärger machen, die diesen Auftrag annehmen, verscheuche ich sie aus meiner Stadt.
Ja, und mit verscheuchen ist nicht nur gemeint, du bitte geh mal wieder raus hier, ich will hier keinen Ärger, sondern Gene Hackman lässt es richtig krachen mit seinem Hilfs-Sheriff. Der verprügelt die Leute windelweich, der scheucht die weg, der peitscht die aus, der foltert die, damit sie rausgehen, und der Film ist wirklich toll. Wir haben hier nicht nur einen interessanten Hauptcharakter, Clint Eastwood, der früher scheinbar mal so ein Raubein war, der auch Tiere gequält hat und so ein Revolverheld war, sondern der das alles bereut, seine Frau ist gestorben und er hat die ehrlich geliebt irgendwie, er hat auch zwei Kinder da irgendwie, die er allein lässt und dann losreitet nach Big Whiskey. Es ist unglaublich spannend, wie er das immer wieder bereut in dem Film auch und ob er überhaupt noch gucken kann richtig, wenn er schießt, ob er den Auftrag überhaupt annehmen will, weil er sagt, er hat sein Leben geändert, und er reitet dann los. Zusammen an seiner Seite mit ihm ist ein Morgan Freeman, der spielt den Ned. Und dann ist es so, dass die beiden da langsam hinreiten und in diesem Ort ankommen. Vorher wird uns allerdings noch gezeigt, wie ein anderer Kopfgeldjäger oder irgend so ein Typ, der das auch machen will, der diesen Auftrag dieser Mädels da annehmen will und die beiden Cowboys umbringen soll. Das ist dann der Richard Harris und der spielt den English Bob. Und der ist ganz kultiviert. Das könnte wirklich so einer sein aus James Bond mit so einem Anzug und einem Tee trinken und seine Pistole und das Töten ist nicht so meins und bla 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 bla, bis er dann auf Gene Hackman trifft und dann gibt's ordentlich Fratzengeballer. Ja, und tatsächlich wirklich teilweise verstörend, blutig und brutal ist dieser Film dargestellt. Und wie gesagt, durch diese interessanten Charaktere, es ist nicht nur Clint Eastwood, sondern es ist auch die Episode mit diesem Richard Harris hier, English Bob. Gene Hackman ist ein Arschloch als Sheriff. Unglaublich, wie der aber auch wieder schauspielert, wie der irgendwas erzählt, wie intensiv die Szenen gefilmt sind teilweise, auch wenn English Bob zum Beispiel in der Knastzelle sitzt, ja, und Gene Hackman sagt, geben Sie ihm den Revolver, geben Sie ihm den Revolver, irgendwie, ja, dass irgendein Typ ihm, so ein Schriftsteller da, ihm da die Knarre reingeben soll. Und, Gene Hackman, ihr müsst euch diesen Film angucken, ist einer der besten Western aller Zeiten. Erbarmungslos, ganz großartig. Ganz großartig gefilmt bis zum großen Finale. Und es ist wirklich teilweise verstörend, zum Beispiel auch ein Morgan Freeman, wie sein Schicksal dann nachher zu Ende geht. Ich will hier nichts spoilern, Leute. Ihr werdet sehen, wenn ihr den Film seht, wirklich, wirklich außergewöhnlich. Und wie gesagt, ein Großteil dieses Films wird getragen durch die tollen Darsteller. Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, die kleinen Geschichtchen, Richard Harris, toll. Einfach nur ein toller Spätwestern von 1992. Und ich finde, es wird im Kino mal wieder Zeit, jetzt im Jahre 2023, für einen richtig tollen Western. Im Stile eines Retro-Klassiker-Films mit interessanten Charakteren und einer interessanten Story dahinter. Aber ich glaube, wir werden es nicht kriegen in den nächsten Jahren. Ich habe den Film in dieser, wie gesagt, sagte ich bereits, DVD-Edition, da seht ihr auch die Köpfe vorne drauf. Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Auch hier steht wieder drauf, Oscars gewonnen. Auf der Rückseite haben wir dann einige Szenenbilder. Tatsächlich ist das wieder, ich kann es nur wieder dazu sagen, so eine Edition fast wie ein Mediabook. Guckt euch das Ding an. Guckt es euch an. Warum sollte ich diese Edition weggeben? Warum? Aus welchem Grund? Es ist eine doppelte Edition mit zwei DVDs, Filmen und Extras. Und als Extras sind drauf Originalkommentare über die gesamte Filmlänge. Vom Autoren, Eastwood-Biografie, vier Originaldokumentationen, ein Making-of, Eastwood und Co., Episoden aus Maverick. Das ist wohl eine Fernsehserie. Ganz toll. Ein ganz toller Western. Ich liebe Erbarmungslos. Auch der kommt bei mir regelmäßig in den Player. Und zwar vollkommen erbarmungslos kommt er bei mir in den Player. Ja, da habe ich keinen Erbarmen. Diese ganzen 100 Filme kommen bei mir erbarmungslos in den Player. Und jetzt sagt mir bitte in den Kommentaren, was ihr von diesen Filmen haltet. Kennt ihr sie? Was sagt ihr dazu? Spielen vielleicht auch ein, zwei Filme bei euch in euren Top 100 mit? Oder sagt ihr doch, ihr was denn das für Mist, Sashi? Was stellst du uns da wieder vor? Ich bin gespannt auf jeden Kommentar von euch. Sage, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und schaut Filme.